Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Popestos, Domestosteron, Schmotestos und ich weiß nicht, was wir noch alles an Totestos hatten. Ja, Tobi, hi. Hey. Frohes Neues. Ja. Ach ja, stimmt. Ja, frohes Neues. Erste Aufnahme im neuen Jahr, wir wissen gar nicht, wie es geht. Was ist das? Ich hab durch den Alkoholkonsum über Silvester habe ich alles vergessen, was ich jemals gespielt habe. Tobi, wie geht das nochmal? Hast du dich komplett abgeschossen, ja? Aber richtig weggeschossen. Richtig. Ich war betäubt einfach. Ich war 3 Tage auf der Intensivstation. Geiles Silvester gehabt. So, also. Ja, geil. So. Aus meinem Arsch wurden 3 Monopoly-Steine entfernt. So. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber war geil. Nee, Tenendo und Curry waren da. Und du hast gefehlt. Aber du konntest nicht wegen Hunden. Ja, das ist mit Hunden, weil die dann halt eh schon so angespannt sind. Und wenn da noch einer fehlt quasi so, dann ist die sowieso total down dann. Ja. Ja, wäre cool, wenn sie mitbringen könntest, klar. Aber ist natürlich auch ein Problem. Dann wird, glaube ich, die Mutter zu Hause alleine sitzen, glaube ich, auch scheiße. Also wie du machst es, glaube ich, falsch, ne? Ja, ich mach's einfach immer falsch. Ja, gut. Dann erwartet aber auch keiner mehr was von dir. Das ist doch gut. Ja, das ist einfach mein Leben. Alter, die Blaubeerbüsche sind ja richtig gut gelungen. Boah, krass. Richtig gesotten ist. Ich glaube, du kannst sie auch schon essen, oder? Also wenn. Ah ja, ich muss gerade eh was essen. Oh, lecker. Ich schlage mir mal die Plauze voll. Knusper. Ah. Die sind knackig. Nein, sind sie nicht. So, okay, ich bin satt. Die sind frisch. Die sind knackig. Ich habe aus Versehen, Tobi, ich habe ganz aus Versehen mal in die Kommentare geguckt. Ganz aus Versehen. Oh nein, warum machst du sowas denn? Tobi, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht suche ich Aufmerksamkeit oder Leute, die mir zuhören. Ich habe keine Ahnung. in den Kommentaren ja. Wurde mir gesagt, dass ich eventuell, was haben wir denn hier noch? So, warte mal. Ich weiß nicht genau wo. Aber es soll wohl möglich sein, den Walkman hier an diesem Ding festzumachen. Jetzt habe ich natürlich davor das Essenspanel gebaut. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Aber wo hier? Ne, hier kann ich trinken. Ich krieg den da nicht... Ich krieg den da... Ding in der Hand hältst mit dem Feuerzeug. Ja, das gehört sicher so. Ach, hier kann ich zum Beispiel. Ja, nice. Da mache ich ihn noch oben dran. Ja. Unten geht's wirklich. Ich würde es gerne unten lieber dran haben, damit wir unten, wenn wir da sitzen, was hören, aber das geht leider nicht. Also probieren wir mal hier oben dran. Vielleicht hören wir die Musik ja bis da hinten. Ah. Ja, das ist nice. Erik, bist du schwanger? Ja, wieso? Ich könnte da was der Abhilfe schaffen könnte. Tobi? Ja. Warte. Soll ich dich mal schwängern? Alles klar, ciao. Für den Notfall, ne? Habe ich da noch was dir auch Hilfe schaffen könnte? Ich schneid's einfach raus. So. Der Kletterhaken, Tobi, wir haben den auch noch nicht benutzt. Wir müssen. Nee, kann ich den jetzt da vorne an der Wand einfach benutzen? Nee, ne? Nee, das geht nur an besonderen Wänden. Warte mal, ich muss mal irgendwie. Achso. Ich muss mal dieses Kopfhörerkabel. Ich habe immer noch dieses komische Katzenohr-Kopfhörer-Ding auf. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Warum eigentlich? Ja, wir haben die alle zu Weihnachten bekommen. Ja, ich habe auch eins bekommen von Dustin. Ja, genau. Tobi, warum hast du deins nicht auf? Ich habe meins weitergegeben. Ach so. Ja, ich hab meins im Stream erwähnt. Das war vielleicht ein Fehler. Oh. Ja, setz auf. Ja, setz mal auf. Ja, dann bin ich mit meinem Neko-Piraten durch die Karibik gesegelt. Neko, Tobi. Neko. So. Es war aber... Sag mal, ist der Wald wieder da komplett? Nee, nicht komplett, aber der ist schon zu teilen. Oh, sind einige Bäume nachgewachsen. Cool. Ja, ne? Ja, hammermäßig. Das finde ich aber echt gut. Ich habe gerade das erste, was ich überlegt habe, was können wir noch bauen? Ach stimmt, wir haben ja das nächste Dingens da. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mehr neugierig auf die Höhlen. Wir haben jetzt auch erstmal gebaut, ne? Wir hatten gebaut und haben eigentlich gesagt, wir gehen jetzt wieder in eine Höhle. Ja, aber genau. Da, wir halten uns eh nicht dran, was wir sagen, ne? Ja, aber ich habe echt Bock auf die Höhlen. Ja, Spaß machen die auf jeden Fall, aber wir müssen es halt ausrüsten, ganz wichtig.
Ich habe natürlich auch Bock weiterzubauen, klar. Oh, fehlt uns noch irgendwas? Kann man sich eigentlich mehrere Trinkschläuche... Nee, kann man nur einen leider, ne? Mehrere Trinkschläuche wären halt echt praktisch. Und ein paar Pfeile bräuchte ich noch. Oh, ich muss übrigens, nicht. als ich das hatte ich ganz vergessen. Gesundheit. Oh, danke. Als ich ich habe mal irgendwann zwischen den Folgen weitergespielt und habe diese eine Treppe hier nachgebaut, weil die einfach plötzlich weg verschwunden war und dann habe ich ein paar Baumstämme noch und so, ne? Da ist der Baum draufgefallen, als dieses Dings angeschaltet war kurzzeitig. Oh, deswegen. Ja. Okay, das erklärt einiges. Okay, pass auf. Jedenfalls, das hatte ich ja gemacht. Und dann habe ich im Inventar aber gesehen, bei der Schlüsselkarte, das hatte ich ganz vergessen, steht nämlich, kann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Das heißt, die Schlüsselkarte im Inventar, die ist oben links, die werden wir auch noch brauchen. Okay. Gibt es da vielleicht irgendwie so einen Bunker oder sowas? Hm, wer weiß. Es gibt eine Tür mit Schlüsselkarte. Ich weiß aber nicht, ob die dazugehört. Also ich glaube auch eher Bunker, aber es gibt eine Tür mit Schlüsselkarte, die war, wo wir noch nie durch waren. Da war ich generell noch nie drin. Die Tür zu meinem Herzen vielleicht. Die öffne ich mit einem Bambi-Kopf, Tobi. Nee, aber wir haben die Tür gesehen, Tobi. Die war, ich weiß aber nicht, ob die das ist, aber ich würde es gerne ausprobieren. Die war im Flugzeug, nicht im Flugzeug, die war im Boot. Da war doch diese eine Tür, wo man nicht durchkam und da war doch so ein Schlitz zum Durchziehen, weißt du noch? Ah, ja. Doch, das war da, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob die das ist, aber ich würde es einfach gerne ausprobieren, um es auszuschließen. Vielleicht sollten wir da mal hinlatschen, aber vielleicht nicht jetzt, oder? Nein, Erik. Wir haben genug Essen. Hm. Ja, aber wir könnten, also theoretisch, wir können mal warten, bis es hell wird vielleicht. Dann können wir das mal probieren. Ja. Und was ich auch in den Kommentaren las, war übrigens, dass in dem Heftchen die Höhlen wohl durchgestrichen werden, wenn man die fertig hat. Aber wir hatten die eine Höhle 100 pro fertig, bin ich ziemlich sicher. Ja, einer hatte auch geschrieben gehabt, dass das verbuggt ist bei ihm, dass das nicht funktioniert hat irgendwie. Ah, okay, also vielleicht wird es nicht durchgestrichen. Aber generell können wir die Höhlen halt nochmal abklappern. Wir können das ja alles nochmal machen, alles nochmal gründlich untersuchen. Wenn es dann nicht abgehakt wird, dann wissen wir es ja zumindest. Oh. Huch, was ist denn hier los? Ah. Die Frage ist natürlich, wann ist denn eine Höhle fertig, wenn man alle Monster getötet hat? Ich weiß nicht, oder alles erforscht hat zumindest. Okay. Eventuell. Und jemand hat eine super Idee gehabt, die würde ich echt gerne, ich weiß nicht, ob man das in die Forest-Entwickler weiterbringen kann. Das wäre so cool. Der hat geschrieben, ja, es gibt ja Kaninchenkäfige, ne? Das kann man ja machen und so, das ist alles ganz cool. Aber ja, warum gibt es bei diesem Spiel eigentlich keine Menschenkäfige? Und ich möchte die direkt noch ausbreiten. Ich würde sogar noch sagen, dass man die Leute vielleicht sogar mästen und dann essen kann. Essen kann man die ja eh schon, aber dass man die vorher mästen kann oder zumindest, dass man die ernähren muss, damit die nicht sterben. Dass sie ja quasi wirklich so, naja, Hausmenschen halten kannst quasi. Aber wir reden jetzt schon von den Kannibalen. Ne? Ja, klar. Okay. Ich dachte jetzt, meinst du jetzt, ne, mich jetzt zum Beispiel oder nein, andere Mitspieler. Tobi, nein. So Daisy-mäßig. Es sei denn, wir öffnen den Server für weitere Mitspieler, dann kann man sich das wirklich mal überlegen. Es ist gerade sehr kalt. Das wäre schon schön. Aber dann wäre es auch hilfreich, wenn es ein Tanz-Emote gäbe. Ja, wie bei Daisy halt. So, 30 Federn gesammelt. Hm? Sieh dich aus. Ich hab zu viele Vogelhäuser irgendwie. 30 Federn gesammelt, aber die Pfeile sind ja voll. Und ich würde ehrlich gesagt gerne auf diese Sportpfeile umsteigen. Da könnte ich vielleicht nochmal hinterm Haus gucken, aber es ist jetzt gerade so kalt. Ich guck mal hinterm Haus. So. Gut. Da hinten beim Zeltplatz waren nämlich immer Sportpfeile. Sportpfeile. Die guten Sportpfeile. Ich weiß gar nicht wieso. War das früher bei Forest so? Ich erinnere mich nicht mehr dran, dass man Pfeile nicht mehr zurückbekommen hat. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. So intensiv habe ich das nicht gespielt. Ey. Ich glaube, es war so. Deswegen habe ich immer den Drang, neue Pfeile zu machen. Was eh voll. Okay. Also ich fand das Spiel ja schon immer schlecht. Ja, natürlich. Es ist ja auch ganz furchtbar. Ja. Auch wie die Entwickler das schleifen lassen und nichts Neues hinzufügen. Oh Gott, nee. Kommt da nicht noch bald wieder neuer Content? War das nicht so? Oder verwechsel ich das gerade? Ich weiß, also die haben halt überhaupt keinen Itemshop, ne? Wo du irgendwie für 12 Euro ein Skin kaufen kannst. Das finde ich total scheiße. Was die Enttäuschung mir, des Jahres. Was mir fehlt ist, dass ab und zu mal so ein Flugzeug, haben wir ja hier über der Insel rüberfliegen, ne? Aber die haben einfach versäumt, da jetzt Lootboxen zu integrieren, die dann runterfallen aus dem Flugzeug.
Dass man so ein bisschen gambeln kann gegen echt Geld. Das fehlt mir so ein bisschen. Wo einfach auch mal so eine ABP drin ist oder so. Ja, ja. Dass man die auch mal ein bisschen was wegmähen kann. Weißt du, hier gibt's ja alles Mögliche. Fünf Pfeile gesammelt. Geil wäre halt natürlich auch, wenn's irgendwie noch, wenn das Flugzeug, was hier über drüber fliegt, wenn das auch nochmal abstürzen würde oder so. Okay, das wäre natürlich. Oder wenn irgendwas. Das ist kalt. Ich wurde gerade geschlagen. Was? Ich war gerade im Inventar am Lager und wurde da gerade geschlagen von irgendeinem. Musste gerade mal schnell weglaufen. Also die Mucke. Da hinten ist er. Oh, ist ein Feuerpfeil. Ich würde die Sportpfeile gerne mal ausprobieren. Ich habe nur Angst, dass ich dir dann verhaue. Ist das nur eine? Was denn? Ich mach Pfeile, Walla. Hey, was ist das dann? Oh, da kommt eine ganze Herde. Ciao! So, die kam jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Haben die mich gesehen? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, ich meine, wir brauchen noch Schädel für unseren Zaun, ne? Also, im Grunde genommen, ich würde auch gern Fallen bauen, Tobi. Einfach ein paar Fallen hier vorne zum Beispiel oder da drüben zwischen den Steinen, wo die halt so auftauchen immer mal. Hä, sehen die mich nicht? Damit man sich auch einfach mal fallen lassen kann, ne? Richtig, Tobi, das ist genau der Grund. Okay, der haut jetzt ab. Scheiße. Ja, wirklich ab. Okay. Sind die alle wieder abgehauen? Wir brauchten noch Schädel. Die haben das gehört wahrscheinlich, dass ich das gesagt habe. Das ist jetzt aber nicht so schön. Ihr seid abgehauen. Ihr seid abgehauen, ohne euch einmal umzuschauen. War das nicht von Oli P. oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, ich wollte dich gerade wegschießen, Mann. Oh, das war gerade meine Reaktion. Oh. So leicht, wenn du jetzt mal wieder stehen bleibst, hätte ich jetzt die Dings rausgepackt, die Kettensäge. Mal gucken, wie du reagierst. Aber hier ist alles respawned, sogar der Topf ist wieder da. Ja, das ist mir letztens auch schon aufgefallen. Ich dachte schon, ich hätte hier nicht gelootet. So, ich nehme mal hier die normalen. Ach, warte mal, ich mach mal so. Das sind die normalen Pfeile. Pfeile sind hier wieder respawned. Hä, WTF? Ja, Mann. Voll krass. Nimmst du die gerade? Nee, da sind noch mehr als genug hier vorne in den Kisten. Okay, weil ich wollte meine Holzpfeile nämlich verschießen, wollte jetzt austauschen gegen diese Sportpfeile. Sport. 2, 3. Ich hätte auch fallen lassen können, glaube ich. 4, 5. Habe ich die getroffen? Nein. Okay, gut. Hat sie gerade so angehört, als hätte sie einen Fuß durchbohrt. Oh, durchbohrt. So. 1, 2. Tobi? Ja? Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Ich mache einen Koffer auf. Ist das zufällig ein Koffer in Form eines Rehs? Das war da drin. Keine Ahnung, wie das Reh da reinkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Leute nehmen heute die absurdesten Sachen mit auf Reisen. Ja, das ist wirklich so. 2. Halt mal den Rehkopf dahin vor den Baum. Warte. Nee, geht leider nicht. Dankeschön. Das ist super lieb. So, warte. Okay, Wilhelm Tell. Oh. Okay, jetzt an die Schulter. Tobi, aua, Alter, mit dem Sprung. Boah. Okay, das ist schon, Boah, Alter, durch die Haare. Durch die Haare. Oh, Alter. Ah. Aber ich habe dich nicht getroffen, ne? Nee, voll gut. So, ich glaub... Aber ich komm nicht mehr weg. Was? Ich kann, was? Hallo? Was? Was? Nein, doch, geht. Achso. Boah, Alter. Aber schön um dich rum. Ja, wie geil gewesen. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Wo denn? Ich habe gerade irgendwas gehört. Okay, das weißt du hast irgendwas nicht. Nee, ein Vogel war das, glaube ich, gerade. So ein Flattern. Du hast schon zu lange nicht mehr gespielt, glaube ich. Ja, die Soundkulisse ist schon speziell bei dem Spiel, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ach, ich mag Forest. Ich könnte es ganz ehrlich, Ich glaube, kein anderes Spiel außer Minecraft habe ich jemals so intensiv und so oft und so viele Folgen gehabt. Und ja, wir kriegen Besuch. Ne, das ist ein Fliegen gerade. Okay, warte. Mal nochmal schnell hier. 1,
2, 3, was denn? Hier liegt eine Leiche so halb im Zelt drin. Ja, gut. Kann ich auch mal machen. Okay. So, jetzt müsste ich eigentlich fast nur Sportpfeile. Ja, sehr gut. Cool, dann habe ich jetzt fast nur Sportpfeile und ein paar Feuerpfeile. Wobei die Feuerpfeile braucht man dann, glaube ich. Oh, da sind noch mehr. Ne, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Ich habe nur noch Sportpfeile. Nun. Wie kann man nochmal Feuerpfeile machen? Mit Pfeilen, Alkohol und Tuch. Ach, so war das, genau. Genau. Ich kenne noch irgendwo Alkohol? Was das denn? Ich brauche wieder was. Nee, Alkohol ist hier leider nicht. Aber wir können natürlich mal wieder durch Höhlen gehen und Alkohol sammeln. Wir können auch zu Hause ein kleines Alkoholregal machen und sowas. Also generell, wir brauchen einen Knochenkorb und sowas brauchen wir eh noch alles. Oh, hier sind noch viel mehr Pfeile. Tobi, tausch mal deine Holzpfeile auch gegen diese hier aus. Hier sind noch 15. Oh. Also du kannst 15 Pfeile verballern und dann nimmst du die oder du hast eh noch genug Platz. Das kann auch sein. Welche sind denn das, die wo hier drin sind? Ja, genau, das sind so Sportpfeile, die sind so schwarz. Und die machen wesentlich mehr Damage als die Holzpfeile. Und ich weiß nicht, warum ich noch nicht ausgetauscht hatte. Ich glaube, die kann man Sachen aus dem Inventar wegschmeißen. Weißt du auch. Oh. Hier sind noch Leuchtfackeln. In die Mitte legen, glaube ich, oder? Nee, eigentlich kann man die auch so droppen. Kombinieren. Na komm, ich verschieße schnell 15 Stück, scheiß drauf. Ja, habe ich genauso gemacht. Nein, mein Lieblingskoffer, nein. So, hier ist noch ein bisschen Tuch. Tuch. Noch ein Stöckchen. So. Wie jetzt einfach keiner mehr kommt und wie das Wetter umgeschlagen hat. Guck mal, es ist richtig sonnig und ein frischer Wind. Finde ich gerade richtig schön. Ja. Okay, ich muss mal kurz was probieren. Ah, oh, Mist. Da verschwindet gerade ein Pfeil. Ja, das muss ich wahrscheinlich. So, ich bin gleich wieder da. Ah, shit. Warte, ich komm mit. Hilfe. Ja, keine Ausdauer mehr. Oh, ich bring Besuch mit. Das ist nicht gut, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, scheiße. Da ist mein Pfeil, Mann! Hör auf, in diesem Reh zu stecken. Kann ich mir noch schnell nicht schnell. Alter, wie der Pfeil einfach durch den Kopf geht. Das solltest du nicht sehen. Was ist da passiert, Erik? Es ist einfach über die Kreuzung gelaufen, Tobi. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ach so, na dann, okay. Hier, gib das bitte ihrer Mutter. So. Geh weg. So. Dann einfach Aber wir können doch eigentlich jetzt Richtung Schiff laufen, oder? Wenn wir jetzt schon hier sind. Ja, das denke ich auch. Dann aber ich habe nichts zu essen dabei, verdammte Scheiße. Doch, ich habe Riegel. Snacks hast du ohne Ende. Snickers wollte ich sagen, irgendwie und Snacks. Ich habe, wenn du möchtest, wir können auch ein Lagerfeuer machen. Ich habe Reh dabei. Das habe ich gefunden. Ich habe auch noch Reh dabei. Oh, hast du auch gefunden im Wald? Ja, habe ich bei Rewe gekauft. Oh, Alter. Ist in diesem Wald etwa Rewin-Zeit? Oh nein. Wer ist denn? Was hast du gegen den? Pass auf, Kommentare. Ja, 100 Pro. Einfach nichts, weißt du, nichts gesagt, nichts Negatives, gar nichts. Sofort. So. Ah, das Wetter, Tobi, das Wetter ist das schön. Dieser Mutantenrüstung, das sieht so ekelhaft aus. Hier auf Mallorca, Tobi, den Urlaub haben wir uns verdient. Wir haben so viel influenced das Jahr über das letzte. Da kann man einfach mal hier auf Mallorca. Ah. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Du, 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 du. So, der Baum ist auch schön. Ich frage mich, ob man da oben so eine Baumbude bauen kann. Ich finde, der ist wirklich schön. Ja, ich finde den voll cool. Aber ist das ein spezieller Baum, weil der sieht anders aus als andere? Ja, ich glaube, den gibt es ein paar Mal und ich glaube, die Eingeborenen huldigen diesen fetten Bäumen immer. Hier. Ach, du auch. Der hätte eine Menge Holz gegeben, Mann. Ja, Mann.
Oh, warte, da drüben, guck mal. Apropos huldigen. Oh. So. Ah, ein bisschen Tuch. So, ein bisschen die Bräuche achten. Oh, da sind auch Schädel, glaube ich, manchmal dabei, ne? Hier, da, Schädel. Noch ein Schädel. Da haben wir wieder Schädel für unsere Schädellampen. Nice. Hey, bei mir lange auch zwei Stück. Ja, bei nimm mit, auch. Tobi, nimm mit. Ja, ja. Ja, geil, ey. Ich hab's gewusst, guck mal. Wir sind gut betucht. Guck mal. Hm? Oh. Okay, pass auf. Wir gehen aber erstmal zum Schiff, ne? Sonst finden wir, ja. Sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ich würde hier aber wieder ein Ding hinmachen. Ja, mach das. Hier, nee, wo war das? Hier war das Signalflagge. Welche Farbe wollen wir dem mal geben? Hm. Was haben wir denn noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Also hier ist gelb ist eingestellt, lila, rot, blau. Lass doch mal lila machen. Vielleicht ist das. Zeigt das uns das. Wobei, wir haben schon lila da hinten, ne? Hammer? Oh ja. Oder gelb. Gelb? Haben wir gelb noch nicht? Ich glaube, gelb haben wir ja, noch dann nicht. Dann machen wir gelb. Dann machen wir gelb, dann können wir hier wieder doch, wir zurückkommen. Haben, wir haben gelb schon. Wir haben gelb haben schon. Wir gelb schon. Ja, haben gelb schon. Das ist doch jetzt. Also wir müssen die Höhlen wirklich mal abschließen und dann rot haben wir auch schon. Blau. Blau haben wir auch haben schon. Wir noch nicht. Grün haben wir noch grün nicht. Grün haben wir noch nicht. Grün haben wir noch nicht? Okay, grün haben wir. Haben wir kein Grün? Nee, ist jetzt aber noch kein Grün, okay. Glaube ich. Sieht zumindest. Wir müssen mal irgendwann diese Flaggen abgehen und dann wirklich die Höhlen einfach nochmal komplett auf den Kopf stellen. Tobi, ich esse erst mal was. Ah, das ist eine gute Idee. Hier, komm. Komm an meinen Busch und gönn dir die Beeren. Oh. Gönn dir die Beeren aus meinem Busch, Tobi. Leckere Klabusterbeeren. Ja, die sind über Jahre gewachsen. Hier sind auch noch welche. Mein Busch, mein Busch ist größer, als du denkst, Tobi. Also, hier drüben, nee, das... Ah doch, hier sind auch noch mal, Tobi, wenn du möchtest, ne? Oh ja, ja, schmackhaft. Ach, lecker. Sind richtig, die sind richtig saftig im Biss. So, da drüben haben wir auch noch mal zwei Schädel. Ich glaube aber, die können wir jetzt eh nicht mehr tragen. Aber das Tuch nehmen wir dann wieder mit. So. Ah, du kannst nicht mehr tragen, Schädel. Okay. Wo war das Wasser jetzt? Oh, ich konnte es noch mitnehmen. Nice. Sehr gut. La da 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 da. Da 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 da. Was ich schade finde, ist, dass man sich hier nicht so eine Map machen kann. Haben wir nicht eine Map? Weißt du, was ich meine? Haben wir nicht eine Map gefunden? Haben wir eine Map gefunden? Ich habe keine Ahnung, ob wir eine Map gefunden haben. Es gibt auf jeden Fall eine Map und ich könnte schwören, wir hätten eine gefunden. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Dass man die halt selbst so zeichnet, weißt du? Dass quasi, wenn du hier rumläufst, dass sich dann quasi selbst aufzeichnet. Ja, genau, so eine Map gibt's. Ich dachte, wir hätten die schon gefunden. Haben wir nicht? Ich glaube. War das ein anderes Leben? Nee, irgendwie nicht. Ich sehe immer diese komischen Fotos von diesen Muschikläusen, Alter. Achso, was ich übrigens mal mache, ist, ich lege mal den Speer auf die 1. Ausrüsten, entfernen. Wie kann man das denn machen? Kombinieren auf die 1. Den Rucksack in die Mitte, das, was du kombinieren willst, in die Mitte. Und dann kommt so ein Menüchen. Jetzt mache ich zum Beispiel auf die 1 habe ich den Speer gelegt. So. Ah, jo. Und den Bogen würde ich auf die 2 legen. 2. Die Flugzeugaxt brauchen wir ehrlich gesagt nicht wirklich. Was brauchen wir denn noch? Molotovs vielleicht auf der 4? Lohnt sich das? Die Kettensäge brauche ich nicht auf dem Hotkey. Ich habe Alkohol auf der 1. Willst du ja mal trinken oder was? Oder vorne laufen welche. Okay. Gut. 2. Hat ganz vergessen, dass es geht mit dem Rucksack. Stand auch 30 Mal in den Kommentaren. Was ist denn das da vorne? Der Anker? Ist das eine Insel? Das ist eine Insel. Da war ich auch noch nie. Ist da was? Oh, hier liegt ein toter Hai da unten. Ja. Ein toter Hai da? Ein toter Hai da unten. auf der Insel da hinten war ich aber auch noch nie. Wir können aber auch noch mal ein Schiff bauen irgendwann, wenn du willst. Ach, kann man das auch machen? Okay. Ja, hier so Floß und Wohnhaus, Wohnschiff und sowas. Da können wir mal rüber wohnen. Und wir müssen irgendwo nochmal vom Flugzeug das Vorderteil finden. Ah, okay, das ist auch irgendwo. Ist das unter Wasser wahrscheinlich? Nee. Nee, es muss irgendwo auf der Insel sein. Ich habe aber keine Ahnung wo. Was quietscht hier gerade so? Das bin ich. Ich bin quietschvergnügt. Achso, okay. Da unten ist ja das Schiff. Ja, ey, verbibsch nochmal. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht runter. So ein prachtiges Schnickelschiff.
Wobei, vielleicht kommen wir ja hier runter. Oh nee, ich geh mal hier drüben. Du fetzt. So. Hier sind auch noch Köfferschen. Grüffi. So, haben wir noch was zu verzöllen? Batterien. Oh, ich hab eine Soda gefunden. Döbi, Batterien. So. Ich weiß, ich kann den Akzent nicht, aber ich mag ihn trotzdem. So. Oh, Medikamente. So. Internationale Dokumente. So. Und hier sind Schildkröten. So eine Stasi bestimmt, ne? Schildkröten. Ja, nö. Ja, da komm mal her, du. So. Muss es mal probieren. Ah, okay. Das Fleisch kann ich leider nicht mehr nehmen. Schildkrötenpanzer gesammelt. Hast du schon wieder Schildkröten umgebracht? Ausrüsten? Ach so. Tobi, bist du da? Ja. Ich will mal kurz was probieren. Hab ich einen Panzer in der Hand gerade? Ja, ne? Ja. Okay, warte. Geht das hier auch oder geht das nur im Schnee? Warte mal. Tobi! Nein, warte, das war's nicht. Ich dachte... Achso, da kann ich Leute wegschubsen, so. Also kann ich... Ah, so kann ich blocken auch mit dem Ding. Hä? Warte mal, ich muss mal was probieren. Au! Aber eben gerade ging's doch noch. Oder ging das jetzt nur da hinten? Ich würde gerne mal wissen, wo die Schildkröten jetzt hinrobben, wenn die jetzt gegen die Felswand robben. Verschwinden die dann einfach? So. Hier, das war deine Mutter. Alter. Lass den doch mal. Oh, die ist tot. Aber die andere lass mal leben. Ich will mal gucken, wo die hinkriegt. Nimm dir gerne den Panzer, Tobi. Huch, da ist er ja schon. Huch. Ja, Mensch, der ist von alleine abgefallen, klar. Ist ja wie so eine fette Hornhaut. Die ist ja auch dankbar, wenn man die abmacht. Und Tobi, steck deinen Penis ein. Ich will den Schildkrötenpanzer sehen. Was ist denn los mit dir? Hör auf, den immer rauszuholen. Mit der Mutantenrüstung sieht er ganz falsch aus. Warte mal. So makaber, Alter. Mal gucken. Mit so einem kleinen Pokal an dem Schildkrötenkopf. Das ist einfach so bitter. Mach mal rechts. Ja, okay. Ich bin schüchtern. Okay, die... Also schlau sind die nicht unbedingt. Hm. Kann ich das nicht als Floß benutzen? Nee, als Floß nicht. Eigentlich als Bob, aber das geht hier wohl doch nicht. Ich dachte, man kann das auch hier machen, aber das geht wahrscheinlich dann nur in der Schneelandschaft. So, wir wollten einmal zum Boot rüber. Ich bin mal gespannt. Glaub nicht, dass es klappt. Meinst du, wo soll die Tür sonst sein? Ich habe kein... Ja, wahrscheinlich irgendwo eine Bunkertür oder so. Ich weiß aus meinen vorherigen Erkundungen, es gibt in den Höhlen noch riesige Türen. Oh, echt? Ja, ja, und zwar so aus Metall, aus irgendeinem komischen, unerklärlichen Metall. Niemand weiß genau, wie die Türen da hingekommen sind. Also vielleicht wissen das inzwischen Leute. Ich weiß es bis heute nicht. Also diese Insel hat ein bis mehrere Geheimnisse. Tobi, komm schon, Mann. Komm schon. Was machst du denn da? Ich besteige den Hai. Ach so, ja gut, dann da will ich ja nicht stören. Ich bitte darum. So. Schaffen die Tür noch in dieser Folge? Was meinst du? Gut, wir haben schon 27 Minuten, ne? Theoretisch gesehen wäre es Zeit für Cliffhanger. Theoretisch ja, aber Cliffhanger ist natürlich immer scheiße. Oh, hier ist wieder ein Walkman. Okay. Kassette 1 gesammelt und ich krieg noch einen neuen Kassettenspieler, weil ich habe meinen alten ja im Baum gehangen. Cool. Ist echt alles respawned. Hallo. Neuer Alkohol. Nice. Hä, wieso krieg ich neue Druckflugzeuge? Ich hatte doch schon, wie viel habe ich denn jetzt? 4 Druckflugzeuge, aber ich hatte doch hier schon voll eigentlich. So dachte ich. Oh, So. Ja, komm. Geld, warte mal, Geld. Da
Das muss ich natürlich mitnehmen, das kann ich nicht liegen lassen. Okay, bei Megan Cross. Gut, soll ich mal probieren? Probier mal, ja. Schlüsselkarte habe ich, ich weiß nicht wie. Ich kann, nee, Sahara steht drauf. Kann aber nichts damit machen. Employee, das wird wahrscheinlich nicht die richtige sein. Mit dem Arm bin ich schon im Raum. Erzähl jetzt mal eine GoPro, ne? Kann ich jetzt, ja, das wäre cool. Ich habe eine Kamera, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht so. Nee, das geht nicht, leider. Schade. Aber habe ich fast vermutet. Hm. Das heißt aber, es ist aber auch hier so eine, guck mal. Dann lass mich mal an die Tür ran. Ich mach die auf. Ja, mach mal. Let's go. Wenn das nicht geht, ist das Spiel unrealistisch. So. Es geht wirklich nicht. Scheiße, na gut. Also, es gibt wahrscheinlich noch eine zweite Schlüsselkarte. Das ist nicht die richtige. Alles klar. Dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir einfach in die Höhle da unten rein, oder was? Ja, geil, machen wir. Mitarbeiterschlüsselkarte für... Oh, du bist ja schon wieder weg. Hilfe. Eine Mitarbeiterschlüsselkarte. Ah, wieso soll... Das war doch bestimmt aus dem Flugzeug, oder hatten wir die nochmal gefunden? Nee, die haben wir in der Höhle gefunden. Und wenn die im Spiel funktioniert, kann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Wenn die im Spiel funktioniert, das heißt, dass es hier irgendwo... Sahara. Ist das Wetter nicht schön? Schönes Wetter. Ob das was mit den Mutanten... Schönes Wetter. Ob das was mit den Mutanten zu tun hat? Irgendwie so Genforschung oder sonst irgendwas? Hey, Curry! Curry, bist du auch dabei, Alter? Warte mal, komm. Oh, achso, ich wollte die gerade füttern mit der Karte. Warte, komm, hier, warte. Komm. Hier. Nimm. Ja? Jetzt sieht ein bisschen geköpft aus gerade. Oh, ich glaube, Gott ist sauer. Okay. Tschüss. Ja, wollen wir dann nächste Folge? Ja, können wir machen. Schade, ja. Hat nicht so geklappt, aber na gut. Nächste Folge haben wir eine Höhle zu erkunden. Welche Farbe hatte die? Gelb? Blau? Grün hatte die, grün. Was? Hinter dir. Was? Hinter dir. Los, lauf ins Meer! Du bist frei! Lauf ins Meer! Lauf! Du süße kleine Schildkröte! Jetzt hast du ihr Angst gemacht, Tobi. Jetzt versteckt die sich. Jetzt hast du ihr Angst gemacht. Tobi, das muss doch nicht sein, dass du ihr so Angst machst mit der Kettensäge. Jetzt will die nicht mehr weiter. Guck mal, die schüttelt den Kopf ganz enttäuscht. Guck mal, wie enttäuscht die gerade den Kopf schüttelt. Weil du mit der Kettensäge ihr Angst gemacht hast. Was bist du nur für ein widerwärtiger Mensch, Tobi? Du hast sie umgebracht. Hä? Nein. Doch, die ist tot. Hä, die ist doch nicht tot. Die ist beschämt, deswegen hat die auch so einen roten Kopf. Aber Scham kennst du ja offenbar nicht. Hä? Warum schlägst du? Tobi! Nein, ich mach Mund zu Mund. So. Oh, die schüttelt schon wieder mit dem Kopf. Scheint ihr nicht so zu gefallen. Tobi, was machst du denn da? Hui! Was machst du denn da? Fleisch. Oh, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Kannst du das Fleisch mitnehmen? Nein, ich bin voll hier, Tobi. Die würde ich in deinen Träumen verfolgen. Tobi, warum? Also, wenn du das Feuerzeug hältst und dieses Ding... Warum hast du mich getötet, Tobi? Warum hast du mich getötet? Hier, ich leg sie hier auf diesen Stein. Das ist wie König der Löwen. Oh. Oh, wir sollten Feuer machen, ne? Das ist so falsch. Kann man das Feuer nicht hier? Guck mal. So. Ist ein bisschen kalt. Ich mach mal schnell Feuer. Gut, dass wir uns schon verabschiedet haben. Das ist sehr wichtig. Tobi, was tust du denn da? Ich mach mal ein Stück Fleisch da rein. Wieso geht das denn nicht? Sag mal, wenn ich da ein Stück Fleisch nehme. Oh. Ja, lecker. Was? Wie der von hier unten aussieht. Ja, ich seh die gar. Ach, der Alter.
Die sieht einfach aus wie so weiterer Holzscheit oder als wäre das ein Tier, was brennt. Mit den Beinen. Wie so eine Schlange, Alter. Alter. So. Kann ich das jetzt essen? Boah. Ja. So. Ach, das war köstlich. So, dann würde ich sagen, nächste Folge und dann gehen wir mal in die grüne Höhle da hinten rein, ne? Ja, nice. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.